Auf der Wache beschäftigt Ilka Fischer zu Schichtbeginn ein mysteriöser Vermisstenfall. Obwohl die verschwundene Frau volljährig ist, scheinen die Sorgen der Mutter begründet zu sein. Ich bin Maria Schrader. Frau Schrader. Meine Tochter ist die Sarah, die ist 24 und wir haben uns verabredet heute. Und irgendwie, die ist nie unzuverlässig. Sie ist nicht da und ich habe ihr Handy gefunden auf der Straße, am Bürgersteig, sowohl ihre Schlüssel und... Ist sie irgendwie krank? Hat sie medizinisch irgendwie, braucht sie Hilfe, Medikamente? Nein, überhaupt nicht, nein, aber wir haben uns extra heute verabredet und ich habe mir extra freigenommen. Wir wollten einen Mutter-Tochter-Tag machen und irgendwie, die ist total zuverlässig. Ich habe eine Vermutung, wenn da wirklich was passiert sein sollte, dass das ihr Ex-Freund ist. Die haben sich gerade frisch getrennt, der Christoph Müller. War der aggressiv? Hat er sie geschlagen? Oder nee, ich weiß nicht. Sie da drauf? Sie hat so nie richtig ausgesprochen, warum die sich jetzt getrennt haben. Aber ich bin froh eigentlich, dass sie es getan haben, weil ich weiß nicht, ich fand den ganz komisch. Der hat immer ein paar Berufsausbildungen abgebrochen, hat nie irgendwas durchgezogen. Wie lange waren die zusammen? Anderthalb Jahre, zwei Jahre vielleicht. Okay. Die Frau Schrader ist hier auf der Dienststelle erschienen, um ihre Tochter als vermisst zu melden. Jetzt muss man dazu sagen, die Tochter war schon 24 Jahre alt. Es ist bei solchen Sachen oftmals so, dann hört man sich natürlich als Polizei erstmal die ganze Geschichte an und dann entwickelt man so ein kleines Bauchgefühl. Also klar guckt man, also klappert man so seine Tatbestände ab, die man für einen vermissten Fall braucht. Aber dann ist es auch manchmal wirklich dieses Bauchgefühl, was einen dazu leitet, und sagt, hier müssen wir weitere Maßnahmen treffen. Das ist nicht normal, da müssen wir jetzt gucken. Zeitgleich erscheint ein 31-Jähriger auf der Wache, der eine besorgniserregende Beobachtung gemacht hat. Eine Entführung am helllichten Tag auf offener Straße. So, Herr Walter, also, jetzt müssen wir uns, wenn das stimmt, was Sie mir da sagen, müssen wir uns ein bisschen beeilen. Mhm. Also, was haben Sie genau gesehen? Ich sah heute Nachmittag, als ich auf dem Weg zur Arbeit war, zu Fuß, kam ein Herr aus einem Auto raus, fing dann an, eine Frau, ungefähr braune Haare, 1 Meter, 1,50 groß. Okay, wo war das? Das war an der Aachener Straße 10. Aachener 10, wenn ich mich richtig entsinne, ja. Okay, jetzt haben Sie schon gesagt, Herr zieht Dame ins Auto. Ja, genau, das war ein großer Herr. Der Herr war groß, ja? Wie groß ungefähr? So, ich würde sagen, geschätzt 2 Meter. Okay. Es ging sehr schnell. Also irgendwas Auffälliges an Kleidung? Sehr groß, er hatte einen Irokesenschnitt. Irokesen? Genau, das ist mir aufgefallen. Statur? Sehr stämmig, also groß, also stämmig, gut gebaut. Ja. Wie sah die Dame aus? Sie war klein, also eher 1,50 groß, braune Haare, meine ich, gewesen zu sein. Mhm. Weißes Kleid. Weißes Kleid, okay. Bin ich mir sicher, genau. Okay, ist irgendwas gesagt, gerufen worden? Das ging so schnell, also ich konnte kaum reagieren. Das, was ich mir noch so gerade merken konnte, deswegen hatte ich es mir noch mal aufgeschrieben, das Nummernschild. Perfekt, das wäre die nächste Frage gewesen. Das war ein Kölner Kennzeichen. Ja. Ich sehe hier JH6392. 6392, ja? Julius Heinrich 6392. Genau, Julius Heinrich 6392. Ja, doch, genau, okay, genau so war es. Mhm. Okay, dem Zeugen, dem Herrn Walter, muss ich ein Riesenkompliment machen. Also der hat innerhalb von kürzester Zeit wirklich super reagiert. Der hat sich in diesem Sachverhalt hier wirklich ganz viele wichtige Sachen gemerkt und auch notiert. Also der konnte mir sowohl eine Personenbeschreibung als auch ein Kennzeichen hier durchgeben mit Adresse, Uhrzeit und allem, was dazugehört. Das macht es mir dann natürlich auch einfach, eine Fahndung einzuleiten und hier die ganze Sache erfolgreich anzugehen. Ilka Fischer bekommt mit, dass Tim Gruber eine Fahndung nach einem mutmaßlichen Entführungsfahrzeug einleitet. Da die Vermisste der Personenbeschreibung des Entführungsopfers entspricht, sucht die Polizeioberkommissarin das Gespräch mit dem 31-Jährigen. Guten Tag, mein Name ist Fischer. Ich darf Sie kurz mal fragen, Sie hatten gerade eine Beobachtung gemacht, meinem Kollegen das gemeldet. Ja, richtig. Könnten Sie sich dieses Bild mal angucken? Ist das die junge Frau? Ich habe jetzt meine Brille zu Hause vergessen. Oh je, aber das ist schlecht. Soll ich halten? So näher, ferner? Ja, es geht. Das ist sie, definitiv. Das ist die junge Dame, die ins Auto gezerrt wurde. Kann ich Ihnen zu 100% sagen. Also ich habe jetzt zwar die Brille nicht dabei, aber das sind ist sie definitiv. Sicher? Da bin ich mir 100%ig sicher. Ich bin sofort wieder bei Ihnen. Okay. Danke. Jetzt wird spannend, Ilka. Erzähl. Jetzt. Also er hat sie identifiziert, ne? Das ist sie. Okay, super. Jetzt habe ich gerade den Halter gemacht von dem Köln Julius Heinrich 6392. Das ist ein Klaus Rabe, der wäre auch. Der sagt mir irgendwas. Ja, da gibt es hier einen Vorgang aus dem April. Da ist er wegen illegalem Glücksspiel. Ja, stimmt.
Unterdessen führt Tom Meyer und Stefan Sindera die Meldung eines Spaziergängers zu dem mutmaßlichen Entführungsfahrzeug, das verlassen in der Nähe des Rheinufers gefunden wurde. Unser Fahrzeug. Guck mal, ist offen. Ja, die Tür steht noch auf. Also ein Passant hat halt das zur Fahndung stehende Fahrzeug hier am Rheinufer gemeldet. Jetzt müssen wir halt gucken, die Tür steht halt hier noch auf. Das war genau das, was dem Passanten auch stutzig vorkam. Wir haben natürlich jetzt einen Volltreffer gelandet, weil jetzt fehlt uns natürlich, wie ich sehe, nur noch das Mädel, was da reingezogen wurde. Aber da werden wir den Umkreis natürlich hier dementsprechend auch absuchen. Auf jeden Fall läuft der Wagen auf diesen Klaus Rabe und mal gucken, ob wir den vielleicht hier irgendwo finden. Guck mal, was ich gefunden habe. Sarah Schrade. Das ist die wir suchen. Tust du mir einen Gefallen? Machst du mal ein Foto für den Arnold von der Tasche und von dem Geldbeutel? Arnold für die 1538. Arnold hört. Ja, für dich als Lageinfo. Wir haben hier ein Fahrzeug aufgefunden. Ein Honda. Die Beifahrertür war geöffnet und da drin war eine Tasche. Der Stefan hat sie jetzt gerade zu euch rübergeschickt, ein Foto. Und ein Geldbeutel mit dem Ausweis der Frau Sarah Schrade. Ich fasse das noch mal kurz zusammen. Ich habe ja eben die Streife zu dem Auto geschickt. Ja. Die haben jetzt auch schon, du müsstest mal gucken, da müssten Bilder gekommen sein vom Auto. Also die offenstehende Tür und da ist auch eine Tasche. Und das ist das Portemonnaie ihrer Tochter. Da ist jetzt, glaube ich, noch ein Bild gewesen. Eine Handtasche. Das ist die Handtasche von Sarah. Also erstmal die Info zu Klaus Rabe. Der ist bei uns bekannt wegen illegalem Glücksspiel. Und die Mutter hat jetzt definitiv die Tasche als auch das Portemonnaie zugeordnet zu ihrer Tochter Sarah. Ja, alles klar, habe ich soweit verstanden. Stefan, hast du auch mit? Ja, ich hab's. Wir gucken uns im Nahbereich um. Ja, mit. Von meiner Tochter keine Spur? Im Auto, jetzt am Auto selber noch nicht. Mit Rabe kann sie nichts anfangen. Klaus Rabe sagt nichts. Nie gehört. Ich kenne keinen Klaus Rabe. Mir sagt doch diese. Also uns ist er bekannt. Wir haben Hinweise darauf, dass er in illegalem Glücksspiel ist. Schon mehrfach polizeilich aufgetaucht. Hat Ihre Tochter ein Problem damit? Nein, überhaupt nicht. Nicht meine kleine Sarah, nein, überhaupt nicht. Warum sprichst du das nicht mit mir ab? Kannst du mir das sagen? Ich habe gesagt, du sollst nicht hier. Ich habe keine Ahnung. Lassen Sie! Hallo! Bleib stehen! Ist alles gut bei Ihnen? Ich weiß gar nicht, was mit dem los ist. Keine Ahnung, irgend so ein Verrückter. Davon haben wir ja mittlerweile genug in der Welt. Nein, das ist mein Ehemann. Was ist denn jetzt plötzlich mit ihm los? Wie bitte? Das ist Ihr Ehemann? Das ist Uwe. Ja, das ist mein Ehemann. Und ich wollte eigentlich mit ihm jetzt aufs Haus, bitte lässt mich nicht rein. Das ist ganz untypisch. Wie geht er? Ja, aber ganz im Ernst, wie geht er mit ihm? So, Sie nehmen jetzt mal Abstand hier. Er macht das normal. Alles okay bei Ihnen? Ja, es ist nichts passiert. Es ist angeblich seine Frau. Also das ist ja wohl der Oberwitz überhaupt. Ja, ich kenne die Sprüche. Jeder Topf findet seinen passenden Deckel. Aber wenn der Typ ein Lappen ist, so wie Sie, ja, so einen Topf gibt es gar nicht. Ja, das muss ich mir auch nicht anhören. Das ist doch, das Frau ich doch, da, doch wenn Sie handgreiflich werden gegenüber Ihrer Frau, dann hören Sie sich das ganz genau an. Ich will einfach nur meine Ruhe haben. Haben Sie einen Ausweis dabei? Ja, habe ich. Der Grund, warum der Herr Ahrens hier in aller Öffentlichkeit seine Frau attackiert, der ist mir ehrlich gesagt erstmal scheißegal. Ne? Also das gehört sich nicht, das macht man nicht. Die körperliche Auseinandersetzung stellt dann auch eine Straftat dar. Und wenn er das schon hier in der Öffentlichkeit macht, möchte ich nicht wissen, was in den eigenen vier Wänden passiert. Ja? Allerdings waren wir deshalb nicht hier. Aber uns hat natürlich der Grund interessiert, wieso er das getan hat. Und dieser Grund, der sollte noch eine gewichtige Rolle spielen. Ich habe für den Eintrag hier drin stehen. Und zwar tatsächlich ist er ebenfalls bekannt wegen illegalem Glücksspiel. Aber in der Akte steht auch dieser Klaus Rabe mit drin. Also die beiden scheinen sich zu kennen oder zumindest gibt es einen gemeinsamen Vorgang. Ja, habe ich zur Kenntnis genommen.